So, willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Skyrim Legendary Edition Enderal. Ich will ein bisschen näher wieder zu mir ranmachen. Habe ich das Gefühl. Ich wollte heute das mal mit den Vögeln, mit diesen Eiern von den Vögeln machen. Ich dachte mir, wir sollen ja hier, ne, von den Hammervögeln. Das sind doch hier diese Dinger, die hier rumfliegen, oder? Habe ich das richtig so gedeutet? Das Problem ist, wie landen die? Also wann? Kann man die irgendwie... Ist wahrscheinlich zu weit weg, ne? Na. Ach, da oben! Komm, da oben ist ein Nest. Ah. Guck mal. Muss man einfach nur suchen. Dann findet man schon welche. Wie komme ich jetzt auf das Dach? Ich meine, auf dem Dach bin ich, aber... Ah ja. Genau die sind das. Hallo. Danke. So. Yeah. Wie viele brauchte ich? 5. Okay. Man muss mal gucken, da ist auch noch ein Vogel. Das heißt, da wird auch noch ein Nest auf dem Dach sein, vermute ich jetzt einfach mal. Entweder ist es wirklich sehr klug gestaltet, dass man hier auf die Dächer kann. Ist hier überhaupt eins? Wie sollte ich das zuerst eruieren? Weil, Vogel. Ist nämlich gar kein. Guck mal, doch, aber muss doch. Was ist hier? Auf dem Turm. Das könnte natürlich auch sein. Wie komme ich nach da oben? Durchsuchen Wein. Ja, die Frage ist, wo stellen Vögel ihre Nester auf, ne? Das wäre natürlich jetzt gut. Bei der... ich dachte, ich falle tiefer. Da ist ja auch einer, aber wo ist das Nest dazu? Ich würde es gerne mal wischen. Ja, mal komplett rum. Hier ist auch keins. Guck, ob auf den Vordächern jeweils welche sind. Aber da gibt es auch nur erst eine. Okay, nee, da komme ich nicht weiter. Das muss ja irgendwie sein, ne? Weil hier ist auch wieder so ein Vogel. Ich hab doch so einen Vogel, ja. Nanapilz. Aber wo ist das Nest? Wo ist das Nest von dem? Das ist das Interessante, was ich gerne wissen würde.
Oder muss ich, ist das wirklich nur so eine Beobachtungsaufgabe und ich muss einfach gucken, hallo, wo die Dinger landen? Das wäre natürlich mal was komplett anderes. Auch zeitaufwendig. Nee, ist ja fast schon zu weit weg. Da, er ist irgendwie eher auf dieser Seite vom Fluss als auf der jenseits quasi. Vielleicht ist doch eher hier das Ding. Das weiß ich nicht. Wow, jetzt verbringe ich wahrscheinlich 20 Minuten damit, nur diese Nester zu finden. Aber gut. So, jetzt ist es eine Quest wie alle anderen, die ich auch erfüllt haben will. So, ich hab irgendwie... Oh, hier ist kein Adler, ne? Ja, so dieses Ding da, hier Hammer-Dings da. Doch, 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 guck mal, fliegt sogar relativ nah unten. Ja, jetzt ist die Frage, ist ja auch ein Nest, weil hier ist ja keine... Doch, 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 doch. Ach, guck mal. Brüten die sogar. Interessante Animation. So, 3 habe ich. Da sehe ich noch einen. Der fliegt auch im großen Kreis. Das heißt, es könnte hier irgendwo vielleicht ein Nest sein. Auf dieser Seite vom Fluss. Oder ich weiß es nicht. Das Problem ist, dass natürlich auch hier vieles so in der Farbgebung, sage ich mal, ist wie diese Nester selbst, dass man die sehr, ja nicht sehr schwer, aber schon komplizierter finden kann auf jeden Fall. Hin. Ja, na. Das ist die große Frage. Ich beobachte den mal. Vielleicht landet der ja doch irgendwo. Das wäre natürlich der Idealfall. Wenn er landet und irgendwo brütet. Oder ist das der von dem Haus? Scheinbar ja. Okay. Okay, okay, okay. Schade. Das ist in diesem Haus. Den habe ich auch schon. Okay, dann ist jetzt die Frage, wo finde ich weitere von denen? Muss ja quasi immer den Himmel im Auge behalten. Da ist noch einer. So, ich muss gucken, wo fliegst du hin? Landest, 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 das ist gut. Aha. Ja, perfekt. Das funktioniert ja echt gut. Ich glaube, da hinten sehe ich auch schon das nächste, oder? Ist das das Nest? Ja.
Habe ich doch gut gesehen. Perfekt. Dann haben wir das geschafft. Dann haben wir die 5 Eier gefunden. Ja, es ist halt so eine logische Schlussfolgerung, ne? Dass wenn die man die Eier von so ja Vögeln finden will, muss man natürlich die Orte suchen, wo die brüten. Und das ist sind die Nester. So. Mein lieber Herr Kasarta Takayappe. Sehen die hier nach den Eiern aus, die ihr sucht? Ja, das sind sie. Großartig. Wirklich großartig. Hier, das habt ihr euch mehr als verdient. Jetzt muss er nur noch... Ja, das sollte klappen. Sagt, werdet ihr gewillt, ihm noch weiterhin zu helfen? Je nachdem, wie gut die Zucht verläuft, würde er auch noch mit anderen Vogelgattungen experimentieren. Feuervögel, Laubmöwen und Gipfelstürmer, um sie beim Namen zu nennen. Bringt mir ein paar Eier von ihnen und ihr werdet es nicht bereuen. Uff. Ihr seid auf der Stufe 10 Punkte 3 Handwerkspunkte und einen Erinnerungspunkt erhalten. Maximale Lebensenergie, Mana, Ausdauer. Ich weiß es immer noch nicht. Ich mach mal Ausdauer. Feuervögel, Laubmöwen und Gipfelstürme in Ordnung, aber das kann etwas dauern. Keine Ursache. Ihr werdet ihn bis auf Weiteres hier finden. Viel Erfolg! Die Frage ist... Am Dünheimer Versorgungsschiff in der Schneefelstaverne und aus der Umgebung des Bauernthrons. Okay, ich wollte nämlich gerade fragen, wo ich die finde. Aber das hat sich ja dann... Ne? Erledigt. So, was wollen wir hier machen? Da gibt es auch so viele Sachen, die wir hier erledigen können. Na klar, wir haben die jetzt alle, ne? Wir waren ja im Sonnentempel letztens. Seine Gräben wird eine Belohnung für 10.000 nerimesische Goldtalen aus sich gestellt. Das halt, kriege ich doch eh nie. Traut es sein Glück allein. Das ist bitte Zukunft für ein Haus. So viel Geld habe ich ja nicht. Ich lasse einen Ausgangsmarkt, lass uns leben. Ich tell doch so lange. Das Lager auf der Insel, Marker Seeberg. Das ist doch meine Aufgabe, die klingt doch gut, oder? Der AKC ist halt schon so. Ah. Dachten wir schon, hä? Wieso so viele Points? Was sagst du, will der, dass ich da durch den Turm gerade einmal gehe? Das sind so Bugs, ne? Das sind dann wieder schade. So. Ich meine, die sind jetzt nicht schlimm, weil ich halt wirklich in der Nähe war. Klar. Aber... Trotzdem. So. In der Nähe des Sees, das heißt, es ist hier irgendwo. Ich weiß nicht, als wie gefährlich ich diese Aufgabe einschätzen kann. Es ist... Im Endeffekt heißt es nur, ja, da ist ein See, such doch mal. Aber die Frage ist, wie gefährlich sind die Sachen, die in dem See sind? Und diese Frage, das ist das halt große, große, große Rätsel. So, noch sieht alles gut aus. Hier raucht es ein bisschen.
Jetzt haben wir hier eine Truhe. Seelenstein, Genesungstrank, okay, ein Bett und ein Brief. Idiot! Oh nein. Auf sie mit Gebrüll. Es war halt wirklich eine Falle. Was? Oh, je. Na. So, ich brauche echt eine Autorec. Kann das sein? So, was ist jetzt hier passiert? Nee, ist gar nicht. Hä? So, was hat der? Nicht, dass ich haben will. Dreckiger Straßendieb! Oh, Kacke. So, der hat doch nur einen Bogen, das ist jetzt nicht das große Problem. So. Die Groschen nehme ich mit, das Dietrich auch. Ja, perfekt. Wo ist mein Essen? Die gestohlenen Sachen ist ja eigentlich gar kein Problem, ne? Die zu essen. Jo, da habe ich das geschafft, ne? Es ist ja keine neue Quest begonnen, ne? So wie es aussehe. Ja, größte Eiersuche ist das Neueste. Gut, dann wurde ich halt verarscht. Auch gut. Rache ist sauer. Der Baumeister mit einem Mittel und aus dem Ark. Warten mit seiner Hilfe. Ich soll im Keller des fetten Leoren Madels wird von Ark ein Fass da ist. Honigwein gegen ein Fass Essig austauschen, um seine Bierverkäufe zu verbessern. Mach ich. Wenn auch ich das Gefühl habe, ich mache das nur mit einem Hintergedanken, Geld zu bekommen. Aber der ist ja nicht verwerflich in dieser Welt, nicht wahr? Aber diese tiefgründigen Fragen hier im Let's Play. So, ich meine, die tiefgründigste Frage, die ich mich in den Let's Play stelle, warum laggt Ender also Hardcore und das normale Skyrim halt nicht. Aber gut. Mesdames. Einen Obolus. Der Herr wird es euch verdienen. Ja. Mal fast zum Gruß. So. Ladebildschirm. Aber ich werde auf jeden Fall nach dem Ladebildschirm werde ich die Folge beenden. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin und tschüss.